Heyho, meine Lieben, wieder zurück aus der Pfalz. Eigentlich hätte das Video ja in der Pfalz stattfinden sollen noch, aber was kann mich vom Grillen abhalten, nur wenn es extrem stürmt, weil beim Sturm braucht man keine Holzkohlen anfeuern, etc. pp, das bringt einfach nichts. Tja, und dann finde ich hier im Kühlschrank die zwei Spider-Steaks, wo wir hätten in der Pfalz machen wollen. Haben die Mädels irgendwie wieder eingepackt, haben wir wieder mit zurückgebracht. Naja, und deswegen Spider-Steaks von Black Angus nur, oder leider nur vom Opti-Grill. Ab in die kleine, aber feine Küche. So Leute, aus der Vakuumtüte befreit. Tue ich jetzt hier bloß rosa Kristallsalz drauf. Machen wir mal bitte auf. Die Spider Steaks sind aus der Hüfte vom Rind. Ja, es ist ja Rind, Black Angus. Und ja, beim Schweinderl mehr auch bekannt unter Kachelfleisch. Ja, genau. Und das ist aber sehr grobes Salz. Ja. Das ist aber sehr, sehr grob. Ich glaube, dann nehme ich das hier. Da war ja, glaube ich, auch das rosa Kristallsalz drin. Ja. Weil ansonsten ist das viel zu grob. Also wie gesagt, bloß einsalzen und fertig. Kachelfleisch vom Rind, vom Black Angus. So. Und Pfeffer kommt hinterher drauf. Wenn überhaupt. So, Lolle, der Yoshi hier. Scharfes Anbraten ein. Steak. Okay. Wird vorgeheizt und gleich kommen dann die Kachelsteaks drauf. Kachelsteaks, Spider-Steaks. Jetzt komme ich auch schon total durcheinander hier. Jo, das Vorheizen hat wieder länger gedauert, als die Steaks wahrscheinlich gleich brauchen. Einmal, zweimal. Klappe zu, Dicke wird berechnet, warten wir es ab. Und dieses Mal grillen wir sie nicht ganz durch. Ja, irgendwas bei Medium werde ich sie dann rausholen. Medium in knapp einer Minute. So, ich bin ja mal gespannt. Warum gar man die jetzt nicht ganz durch? Weil ich habe auch was gelesen, wenn man die ganz durchgart, sollen sie eher zäh werden und das wollen wir ja nicht. Dann lieber ein bisschen Medium. Mhm. So, Rolle. Jetzt zählen wir noch bis 5. 4, 3, 2, 1, 1, 1. Weil man noch nicht ganz. Also können Sie noch einmal ganz kurz drehen. Nee, die fallen wir noch nicht ganz. So. Aber jetzt holen wir sie raus. Tja, so sehen die Yoshis jetzt mal aus. So, und dann ganz kurz ein, zwei Minuten liegen lassen und dann schneiden wir mal an. So, ich schneide hier jetzt mal kurz an. Ja doch, geht. Mmh. Ja. Sieht gut aus. Dann machen wir die hier schnell als Probiererle. Noch ein klein bisschen Pfeffer drüber. So. Und ab in den Hals. Lecker sind sie. Mhm.
Bei uns gibt es jetzt noch ein paar Pommes dazu und Gutes. Mehr gibt es dann heute auch nicht mehr. Tja, wie gesagt, leider gab es die Teile jetzt nur vom Opti-Grill. Aber lecker schmecken sie trotzdem. Ja. Tja, in dem Sinne, es war sehr toll in der Pfalz, muss ich sagen. Und das stimmt. Das nächste Mal bringe ich nochmal welche mit. Ja. Von dem Gasthof Delle waren die übrigens wieder. Genau. Gut. Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Jo. Tschaikowski, bis dann. Essen, essen.